Weiter geht's mit diesen komischen Idioten. Deppen. Guck mal, vor wem versteckst du dich? Ach, finde ich schön. Gleich am Anfang. Solche Nettigkeiten hier. Da war der Kopf ab. Tralalalala. Euch geht's gut. Sehr schön. Haben wir hier noch welche zum Spielen? Hallo? 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 Ich glaube, hier ist keiner mehr. Also zur Spielebegrüßung finde ich das toll. Ich richtig dufte. Oh, alle sind jetzt, glaube ich, wieder voll. Aber hier ist auch kein Peter mehr, ne? Sag mal, bist du ein Feind? Oh ja. Die einen nicht mitkriegen hier, ne? Wo ich hier schon so frei am Rumstolzieren bin. Ach, Gewerkschaftspause ist das. Ja, leck mich am Arsch, Marie. Oh, wo müssen wir denn hin? Wir sind dort. Ach, guck mal an, da ist ja noch was Goldenes. Was soll das da sein? Was ist das? Wo haben wir doch uns noch das Goldene dort? Ach, guck mal an, da waren wir in der Ecke und dann... Ja! Ich hab den Reichtum erworben. Hier überfallen, so klar wie das Ding ist. Oh, da hat er so einen finsteren Blick. Wenn er so zur Seite guckt. Ich muss mal wieder kacken gehen. Irgendwie alles auf einen Haufen. Super. Nimm ich erstmal vorher ein Bad. Ja, das hat er super nötig. Er stand da jetzt seit über einer Woche auf einem und denselben Fleck. Irgendwann muss man mal baden. Nimm diese dämliche Kapuze ab. Meine Fresse, nur ein. Hier schon wieder? Ach, ihr Wolfies. Also Wölfe machen normalerweise auch irgendwann mal den Mund zu, aber du nicht.
Hast du Maulsperre? Ah, ein Maul-Offenwolf. Ah, seltene Sorte, ich weiß. Was war denn das? Ist alles un... Muss noch mal hier hin. Ja, kannst du das nicht dort vorne anpacken oder bist du da irgendwie zu dumm für? Bist du dumm dafür? Naja, seht mal zu, dass ihr da reinkommt. Drecksviecher. Halt! Wolltest ja auch spinnen, du Idiot. Ja, stimmt, das ist die hellste Leuchte. Ja. Ein Büchler. Ich kann lesen! Meinen Namen! Goldene Flamme. Was macht eine goldene Flamme? Das ist ein Nahkampfskill. Festige einen Sprengsatz an einem Gegner, der nach kurzer Verzögerung explodiert. Boah, ist das gemein! Ja, das gefällt mir definitiv. Ich guck mal, was ich dafür wegnehme. Das finde ich toll. Das finde ich geil. Anschleichen und weg. Das ist ja richtig schön böse, das Ding. Die Verborgenen haben einen Hort nahe Paris. Ich sollte nach den Schlüsseln suchen. War eine römische Ausgrabungsstelle. Aha. Ich glaube, ich bin durch den verkehrten Durchgang. Ja, es ist sowas von die Hintertür. Ja? Viel Geld. Also viel gibt's hier nicht, ne? Ja, das stimmt. Schönes klares Wasser. Gottes klares. Gottes klares Wasser. Eva, könntest du mal bitte da wieder rein? Thank you.
Ja, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Hättet ihr das gedacht? Was bringt das, dass ich das von hier aus kaputt schießen kann? Hier geht's auch nicht weiter. Irgendwelche Gegenstände oder so zu bekommen, aber ja, hier gibt's wirklich wohl nichts. Ja. Mal wieder zurück. Ah, er war. Los. Hopp. Hoppi galoppi. Essen rechtzeitig. Die Pfeile noch mit, Elva. Fluchteloch. Tada, bin da draußen. Und in diese Richtung. Das geht aber ziemlich tief runter. Warum man Versuchskaninchen? Meine neue Technik. Dann macht's bumm. Und dann da angekommen. Macht irgendwie wirklich keinen Bumm. Vielleicht funktioniert das nicht, weil er auf dem Pferd saß. Bim! Ja, das ist wirklich mein treuer Begleiter. Also was von. Das sieht hier nicht gerade sehr einladend aus. Hier sieht er runtergekommen aus, also von daher dürfte das auch kein Fluch sein. So, komm schon hier. Wie kannst du da rüber? Ey, gut, Digga. Ist da hinten. Ja, hin und wieder mal sieht es einladend aus, aber eher selten. Thank you.
Erde? Das ist Tag hell, willst du mich arschen? Oh, das ist super hell hier. Mega überbelichtet. Achso, die Assassinen sind auch schon hier, na super. Langschiffe am Ufer. So schön wie Schwäne. Eher wie Wölfe, die zum Angriff ansetzen. Ja, dies ist kein Raubzug. Wenn wir hinter diesen Mauern sind, was passiert dann, Eivor? Du hast schon oft gekämpft, geblutet, getötet. Ja, aber da sind Kinder in der Stadt. Sie können nicht fliehen. Wenn der Wind richtig steht, kann ich sie rufen und spielen hören. Es muss kein Gemetzel geben. Vielleicht bringen wir die Franken doch noch zur Aufgabe. Obwohl ich mich frage, wie. Das musst du Siegfried sagen. Ja, was sagen? Wir sind hier. Sie sehen unsere Stärke. Lassen wir sie ihr Silber aufgeben, die Verträge unterzeichnen und wir segeln heim. Das ist ein guter Weg zu Ruhm und Reichtum. Graf Odo führt die Franken in Paris an, ja? Ja, er verteidigt die Stadt und schart andere Edelleute um sich. Ich kann mit diesem Odo reden. Genug geredet. Der Erhabene sagt, es ist besser zu leben als zu sterben. Denn Tote bestellen keine Felder. Du hältst mir die Worte des Allvaters vor? Ich brenne Paris nieder, mit dir oder ohne dich. Du hast schon genug Tane verloren. Willst du eine Einöde regieren? Na gut, schwatze Graf Odo sein Silber ab, wenn du das vermagst. Das werde ich. Toka, wo ist dieser Odo? Du könntest in Pont de Serra seine Spur aufnehmen. Aber halte dich bedeckt. Das ist Feindesland. Oh, nö, ich will nicht klamm und heimlich machen. Und Eivor, dieser Odo ist kein Grashalm. Er biegt sich nicht im Wind. Aber Pipi biegt sich auch bei Wind. Beste Pferd ever. Ich werde es so vermissen. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Wieso dürfen wir keine Aufmerksamkeit erregen? Ich bin dafür bekannt, dass ich Aufmerksamkeit errege. Das muss die Feste sein, die Tucker erwähnte. Ich brauche Hinweise zum Ausverbleib. Oh ja, du bist mein.
Ding. Ah, Mist. Das hat nicht mehr funktioniert. Yay, yeah, wo bist du hin? Boah, der kann mich da tatsächlich nicht davon abhalten. Krass. Alter! Könntest du mir mal nicht mehr im Schussfeld sein? Wer schießt? Könntet ihr das mal sein lassen? Ich hasse diese Pfeile. Das muss die Feste sein, die Tucker erwähnte. Ich brauche Hinweise zu Udos Verbleib. Es gibt natürlich wieder keinen Schwanz mit hier, ne? Ich komm dir da hoch, du. Ich leise hier rein. Leise kann ja jeder. Servus, Tante mein Name. Ja, schau, die sind tatsächlich alle tot umgefallen, als sie mich sahen. Bemerkten. Wie auch immer.